Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im schnellen Spiel in TSW Nummer 4. Ganz kurz zu Beginn, ich habe mich dazu entschieden, ein ganz neues Profil anzulegen. Also könnte sein, dass wir dieselben Fahrten wie in TSW 3 nochmal fahren. Vielleicht aber nicht. Ich bin gespannt, wo es hinwirft. Auf jeden Fall ein ganz neues Profil. Alle Fahrten sind wieder drin, alle Szenarios sind wieder drin. Aus den neuen enthalten und auch den alten. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wo er uns hinwirft. 30 Minuten und los geht's. Das Einzige, was nicht hier drin sind, sind die Einführungsszenarios. Autotransporter! Ja gut, das meine ich, haben wir das schon gehabt in TSW 3? Ich bin auf jeden Fall vor Urzeiten das mal gefahren. Willkommen in Heigenbrücken. Nach kurzem Aufenthalt ist es Zeit, den Zug nach Aschaffenburg zu fahren. Das machen wir. Sehr schönes erstes Szenario. Ein klassisches Szenario. Aschaffenburg, Gemünden, war das noch TSW 1? Ich meine, ne? Doch, es war noch TSW 1. Bin ziemlich sicher. Wir sollen erstmal auf neutral schalten. Machen wir das auch erstmal auf neutral? Jawohl. Hauptschalter auf neutral. Wo bist du? Da vorne. Den auf vorwärts. Zug kommt mit voller Leistung. Position 1. Das war die Bremsprobe. Bremsprobe bestanden. So. Und dann 1B. Jawohl. Dann Hauptschalter wieder rein. Jetzt kommen wir nicht los. Scheibenwischer an. Lass mal hier die Parkbremse lösen. Genau. Die ist noch angelegt. So, wir sind ja noch leicht gebremst, ne? Perfekt. Dann Scheibenwischer an. Haben wir Ausfahrt? Ne, haben wir noch nicht tatsächlich. Können wir das schon mal abschalten? Wir schalten uns die AFB ein. Schalten uns die SIFA und die PZB ein. Machen uns das HUD aus und fahren gleich los. Lass uns mal in Ruhe nochmal den Zug anschauen. Wir haben 285er vorne dran. Und der zweite ist falsch. Moment, kriegen wir das noch hin? Wir haben eigentlich noch Zeit, ne? Ja, machen wir nochmal schnell. Ich hoffe, das kriegen wir schnell hin. Bin nicht ganz sicher. Ich muss hier nämlich einmal abbügeln. So fährt man nicht einen Autotransporter. Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Baureihe geht. Stromabnehmer Auto, Stromabnehmer vorne. Dann müssen wir jetzt einmal runtergehen. Geht das von hier aus? Geöffnet. Jetzt mal kurz hin. Ach, ich wollte nicht geöffnet. Ich muss den wollte ich runternehmen. Zack, niedriger Sand. Macht davon denen das nicht, ne? Ja, wir gucken mal, ob wir das vorne in Analog hinkriegen. So. Ja, wir dürfen Ausfahrt. Eine Ausfahrt verzögert sich schon wenige Sekunden. Ich will einmal die Schrauben immer korrekt haben, das nervt mich. Jawohl, ist raus. Sehr schön. Stromabnehmer, Trennschalter. Sind die unten? Sie sind unten. Perfekt. Jetzt sollte er, wenn ich die wieder hochnehme, eigentlich die richtigen nehmen. Hoffentlich. Schauen wir mal. Heben. Ja gut, da hinten schon mal vorne. Jetzt müssen wir noch vorne ändern, weil das ist jetzt wiederum falsch. Die richtige Konfiguration sollte auch hier vorne sein. Ich erkläre gleich, warum das so gemacht wird. Aber da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass das richtig ist. Aber trotzdem, wenn ich irgendwelche Fehler mache, sagt mir gerne Bescheid. So sollte die richtige Konfiguration für die Stromabnehmer sein. Dann können wir langsam aufschalten. Und los geht's. Na, doch nicht. Voll ausgelöst, Bremse. Die ist gelöst und die hatten wir auch gelöst, ne? Die Parkbremse. Die angelegt. Ach, ich wollte sie lösen. Gedrückt. Jetzt sollte er sie auslösen. Genau. Ich glaube, wenn es nicht blinkt, ne? Ja. Perfekt. So, probieren wir es nochmal. AFB hoch. Auf die, ich weiß nicht, 40 oder 50, die wir rausfahren. Auf jeden Fall los jetzt. Jawohl. Jetzt geht's los. Ein bisschen Verspätung. Hoffentlich haben wir den Regionalverkehr nicht zu sehr aufgehalten. Übrigens, was auch noch ganz sinnvoll wäre, wäre natürlich das Licht direkt anmachen. Ja,
was richtig cool ist, was jetzt auch neu ist, was es damals in TSW 1 nicht gab, das ist Gewitter. Das war damals noch nicht drin. Und hier ist unser langer Autozug, der sich jetzt langsam in den Berg runterschlängelt. Wir gehen mal wieder rein, dass wir nicht noch eine Zwangse bekommen. Machen hier das Hut wieder aus. Ich meine, wir haben mit 70. Lass uns mal ganz kurz nachschauen. Die 40 tatsächlich noch. Genau, war richtig. 40 Ausfahrt und dann 70. Zugbeeinflussung. Sollen wir ein bisschen aufschalten? Komm. Ich muss mal gleich stehen bleiben. So, warum habe ich jetzt diese Stromüberkonfiguration so gewählt? Der hintere Stromabnehmer hat einen Grund. Funken von die eventuell sprühen oder die eventuell vom Stromabnehmer kommen, könnten die Autos beschädigen. Also mit offenen Autos hinten fährt man, soweit ich weiß, mit vorderen Stromabnehmer. Und warum habe ich jetzt vorne nochmal umgestellt? Aus dem Grund, man versucht die möglichst weite Distanz zwischen zwei Stromabnehmern zu finden. Deswegen fahren wir in Doppeltraktion oftmals auch mit dem vorderen und den hinteren. Damit das die möglichst längste Distanz, die möglich ist zwischen zwei Stromabnehmern. Da ist sozusagen. Alter. Genau. Und das macht man mehr oder weniger, damit man immer Strom hat, ne? Damit das nicht irgendwie unterbrochen wird, weil der eine der vielleicht die Oberleitung mal so ein bisschen hoch drückt. Kann man das so formulieren? Auf jeden Fall, damit durchgängig immer Strom ist. Wenn die direkt hintereinander sind, könnten die das so beeinflussen, sich gegenseitig. Ich hoffe, ich habe das ganz gut zusammengefasst. So, und jetzt kann er... Und warum würde man jetzt normalerweise auch so eine machen? Warum würde man jetzt normalerweise den hinteren Stromabnehmer heben? Wenn jetzt da keine Autos drauf wären. Hat auch einen Grund. Gehen wir mal davon aus, dass der Stromabnehmer beim hinteren Teil, also wir haben jetzt aus, wir fahren hinten irgendwelche Container, wo das nicht so wild ist. Und wir heben den hinteren Stromabnehmer deswegen, damit, falls der abreißt, nicht die gesamten Aufbauten noch beschädigt werden. Also so habe ich das mal gelernt oder gehört, dass dann deswegen der hintere gehoben wird, damit, falls der abreißt, ja nicht noch die Lok oben beschädigt wird. Die ganzen teuren Aufbauten auf der Lok. Wie gesagt, bei uns hinfällig, weil wir halt wegen den Autos gucken müssen, wegen dem Lack, ist da natürlich wichtiger, dass die Fracht dann auch ein bisschen geschützt ist. Und so oft passiert das jetzt auch nicht, dass man schon mal nicht mehr abreißt, aber ja, man kann ja auf alles vorbereitet sein. So. Das einzige Problem ist noch an dieser Strecke, es ist noch so ein bisschen so eine alte Strecke, wo ich noch nicht durch meine Rot-Grün-Schwäche super erkenne, ob das Vorsignal auf grün oder auf gelb ist. Das ist bei den neuen Strecken deutlich besser. Ich habe vor kurzem schon mal angesprochen, dass ich das sehr gut finde, die Inklusionspolitik bei TSW, die ich loben muss. Zum Beispiel Simrail, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, was gerade nochmal. Hat das Problem, dass ich da auch immer wieder Probleme habe mit den Signalen hier zu erkennen, im HUD vor allen Dingen. Ob das gelb oder grün ist. Da wäre es auch schön gewesen, wenn die entweder das Symbol da einbauen. Also man sieht das ja hier, so ein kleiner senkrechter Strich drin. Und das würde mir auch, wenn ich völlig farbenblind wäre, erkennen, okay, das Signal ist grün. Aber da ich gerne ohne HUD fahre, ist das natürlich für die alten Strecken trotzdem nicht so gut möglich. Aber da haben sie auch, da haben sie gehört. Auf den neueren Strecken haben sie das wirklich deutlich besser gemacht, sodass man da selbst ich eindeutig erkenne eigentlich, bevor wir uns auf eigentlich, damit ich immer noch notfalls eine Ausrede habe, wo ich das eigentlich erkenne, ob es gelb oder grün ist. Ich glaube, ich habe so ab Dresden-Riese haben sie damit angefangen, das ein bisschen schöner darzustellen. So, wir sind ein bisschen schnell. Hier mit der AFB immer noch ein bisschen runter, dass wir hier nicht 172 wäre schön. 72 die ganze Zeit fahren. Ich weiß gar nicht, ob die sogar 120 können, die Wagen hinten. Hätte man ja vorher mal kurz überprüfen können, ne? Ich vergesse das jedes Mal, aber ich meine, die sind 103 gegeben. So, wir können mal ganz kurz, wenn wir schnell sind, mal ganz kurz nachschauen. Nein, hier oben, nein, hier.
Beladen. S steht für 100. Unten die 00 heißt unbeladen. 120. Beladen. Die 34, also 34 Tonnen. Und das S bedeutet 100 bei beladenem Zustand. Habe ich mir jetzt. Fahre ich zu schnell? 120 dürfen wir rein theoretisch, aber wir können auf jeden Fall mal auf die 100 hochgehen. Das auch nicht, warum ich ganz so krieche. Ich gehe noch ein bisschen unter 100, dass wir den noch ein bisschen einbremsen können, notfalls. So, wir sollten den auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade schon wieder mit auf der Zugbremse gebremst habe. Man sollte versuchen, so ein bisschen mit der E-Bremse zu bremsen, weil wir hier richtig Strom zurückgewinnen auf der Strecke. Deswegen, wenn er das nicht hinkriegt, sollte er ihn hoffentlich halten. Auch die Spessartrampe runter, die wir gerade runterfahren. Und das sieht doch ganz gut aus. Der hält dann so ein bisschen bei 3,495. Passt. Und das Wetter wird und wird nicht besser heute hier. Richtig ekliges Dreckswetter. Ist für uns alles sehr uninteressant, was ihre Geschwindigkeitsänderungen sind. Das sind alle über 100. FIFA. Und der Kollege mit einem Regen. Auch diese Strecke bräuchte dringend ein Fernverkehrsupdate. Wo man dann ICE-Fahrten einfügt und so weiter. Jetzt ist ja die nächste Strecke schon angeteasert. Ich weiß nicht, wann die Folge kommt. Mal gucken. Könnte ein bisschen dauern. Vielleicht ist das schon wahrscheinlich angekündigt, was für eine Strecke das ist. Weil ich gerade wieder so viel TSO4 auch aufgenommen habe. 642 kommt. Also die ist eigentlich angeleakt, sag ich mal. Ob das jetzt aus Versehen oder vielleicht mittlerweile absichtlich ist bei der DG, sagen wir dahingestellt. Und 46, diese Zug kommt, diese Triebwagen kommt, und irgendwie finde ich ein bisschen schade, dass das wohl wieder so eine Nebenbahn ist. Hätte mich sehr auf eine Hauptbahn gefreut, weil ich will mal wieder eine ICE auf der Hauptbahn ausfahren. Schön elektrifizierte zweigleisige Hauptbahn, hätte ich jetzt mehr Bock drauf gehabt. Ich hab weiß, vorher habe ich immer gedacht, oh, ich hätte mal richtig Bock auf so eine Dieselstrecke. Aber da in dem Sinne hat die Tourinier-Talbahn eigentlich genau das, was ich haben will, weil ich ab und zu mal Diesel fahren will. Gut, ist ein bisschen älterer Diesel, aber auch nicht schlecht. Deswegen, ich hätte irgendwie die mehr Bock auf die Hauptbahn mit Fernverkehr, also IC, ICE, dass wir den Einser da auch mal vernünftig in den Fahrplan einbauen. Gut, bei Bremen hatten wir es auch drin, aber Bremen wird es nutzt, der IC hier hat kaum, Bremen-Oldenburg. Wenn wir richtig so eine Hauptbahn hätten, wo wir dann richtig viele ICE fahren. Vielleicht kommt ja bei dem München-Augsburg-Update einiges bei raus. Da würden wir auch drauf freuen. Was? Ja, auch so halb angekündigt ist. Na, ich habe es schon mal gesagt, wir müssen ein Update machen, damit die 420 mal rauskommen soll. Die 420 soll ja mal rauskommen. Also werden sie irgendwann ein bisschen Update machen. So. Aber ist das. Das Wettermodell von der Strecke haben sie auch nochmal überarbeitet, ne? Diesen Nebelfelder. So unten so ein bisschen mehr neblig ist. War das damals schon so? Oder sieht das nur so aus? Es gibt noch Strecken, wo die Nebenfelder noch besser sind, ne? Also ich rede jetzt noch nicht von dem Volumetric Fog, was mit dem vierten Teil reinkam, sondern erstmal von diesem generellen Nebel. Nebeldarstellung. Tiefer.
Dann bin ich mal gespannt, wo er uns überall reinwirft in den nächsten Folgen. Mittlerweile hat er ja so eine große Auswahl. Vielleicht fahren wir dann auch nochmal die Dampflok. Nochmal die Highspeed-Teile. Dann sieht ja nochmal die ganze Folge. Mal gucken. Weiß ich nicht. Aber kann natürlich passieren, ne? Ist ja ein anderer Account. Das mache ich auch absichtlich, damit man hier wirklich alles nochmal in der Reihe sieht. Sich völlig überraschen lässt. Und diese Fahrt bin ich ja vor Urzeiten auch schon mal gefahren, ne? Also vor... Lass es 5-6 Jahre her sein. 100, jawohl. Ach, die 100 sind für uns ja uninteressant. Wir fahren eh unter 100. Jetzt werden wir gleich in den Güterbahnhof rübergeschleust. Von Aschaffenburg. Und es kann gut sein, dass Aschaffenburg von der nächsten Strecke wieder vorkommt. Es gibt so Vermutungen. Das wäre auch interessant. Vielleicht ist das dann ja diese Strecke, die so rechts rausführt, da nach Hochschule vorbei und so. Schauen wir mal. Vielleicht, wenn das Video rauskommt, kann sogar das schon wissen. Weil ich gleich wieder so viel produziere. Aber wenn man Zeit hat, mache ich das, damit. So. Ein E auslegen. Weil wir da sehr spät dran sind. Haben sogar untere Zufahrt, deswegen voll rein. Mehr. 60 aus. Weil jetzt sind wir, glaube ich, auf 40 oder 30 unten. Ich weiß, ich habe wieder zu panisch gebremst. Ja, es war viel zu heftig, wir stehen. Labern. Ich weiß, du hast Angst vor. Ich habe Angst vor Bremskurven, ne? Dass meine Angst vor Bremskurven wieder. Ach, das ist noch angelegt. Habe ich die nicht gerade gelöst, die Bremse? Wir stehen. Sehr schlau. Ja, die Angst vor Bremskurven. Geister, egal. Zombies. Ach, egal. Der Tod. Alles egal. Größte Angst von mir sind die Bremskurven. Kannst du mich nachts mit wechseln? Wecken. Wechseln? Wecken. Kannst du nachts mit mir so ins Ohr flüstern? Bremskurven. Oh mein Gott. Ich sehe schon, wie du bist. Muss auch mal sein. Ich hab meine 5 Minuten. Ach nein! Ach ja, 45 überwacht, du Troll. 55 überwacht. Schade. Und meine Angst vor Bremszwangsen. Ich hatte gehofft, mal die erste Folge direkt mal erfolgreich zu beginnen, aber... Ja. Das hat wieder sehr gut funktioniert. Ja, die Verklappe. Unwichtiges Miststück. Vorne, wir stehen jetzt auch so halb noch auf der Strecke. Ne, wir sind runter, okay. Also den Durchgängenverkehr behindern wir schon mal nicht mehr. Das ist schon mal gut, finde ich. Fragst du, ob der... Kann der die Weiche und die Straße erstellen, wenn wir hier in dem Bereich sind? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also in TSW geht das. Weiß ich. Sobald wir da über die Weiche sind, kann der die Fahrstraße erstellen. In Realität weiß ich nicht, ob es geht. Ob man jetzt, weil wir hängen ja so... Eigentlich vor dem nächsten Block noch. Obwohl, wir sind hier schon. Hier ist der nächste Block schon, ne? Nee, ist gegen. Erst wieder die Gegenrichtung. Okay. Nee, ergibt Sinn. Also, wir hängen sozusagen vor dem nächsten Hauptsignal hier vor. Und die Frage ist: Könnte er jetzt die normale Strecke geradeaus hier auf hart schalten oder nicht? Würde mich interessieren. So, was macht die Bremse hinten? Ja, ich merke das hoffentlich, wenn ich mich bewege. Haben wir noch irgendwas angelegt? Nee, ne? Na? Ja. Zwangsen lösen im Güterzug.
immer wieder ein spannendes Erlebnis mit Lava. Da heute. Kommen wir hier ein bisschen Sand dazu. Man sieht den Sand leider nicht, ne? Das finde ich schade. Guck mal. Da links, rechts am Rad. Rechts neben dem Rad ist so ein kleines Rohr. Wenn man das sieht. Da! Da müsste der Sand rauskommen. Danke fürs Hochspawnen. Aber leider ist der nicht animiert. Ich dachte, der wäre mal animiert gewesen in TSW, aber. Kann ich mich auch irren. Und dann diese Gegenzug. Die 185 kam ja damals für TSW mit der Strecke neu. Dabei waren, glaube ich, die 106. Nee, Quatsch. Ha, nee, ich zähl Bullshit. Die 146 kam mit der Strecke neu. Die 185 war schon bei hier. Nordsee-Ruhr. Nee. Wie heißt die Strecke gleich mal? Ich glaube so, ne? So rum war's. Nee. Ruhrsieg Nord, so wie sie, genau. Ich wusste, dass diese drei Wörter in dem Namen vorhanden waren. Und da war die tatsächlich auch schon dabei, die 185. Neu war mit dieser Strecke die 146. Der Regio-Bruder von dieser Lok, wenn man so möchte. Regio-Brudi. Ah, das ist schon etwas länger her, ne? Wenn man überlegt, wie alt TSV auch schon ist, ne? Ein paar Jährchen her. Es kommen ja einige Strecken jetzt. Ich hoffe, dass die gut werden. Und ich werde mir wahrscheinlich wieder viel zu viele kaufen. Also die Schweizer möchte ich haben, die neue Österreicher möchte ich haben und natürlich die deutschen Strecken. Britische mag ich auch, also. Mein Portemonnaie wird wieder weinen und mich anflehen. So, übrigens. Warum war ich eigentlich 500 Hertz an, weil wir hier stehen müssen? Okay, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass wir hier hinstellen sollen, aber war ja auch ein Vorsignal, gelbes, lieber labern. Das ergibt Sinn. Und normalerweise fährst du auf der Strecke noch einen weiter. Bis zum Ende des Gangs immer noch. Jawohl. War es das schon oder müssen wir noch weiter? Oh, schalten die Hauptseite raus. Jawohl. Parkbremse auf an. Jawohl. Dann können wir das schon mal auf B schalten. Wir können das auf ausschalten. Rausziehen können wir, glaube ich, nicht. Nee, das geht über die neueren Sachen. 1B. Jawohl. Perfekt. Wollen wir die Lokbremse noch anlegen? Dann sind wir 100%ig sicher. Genau. So, den können wir auf jeden Fall auslegen. AFB machen wir auf. AFB. 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 So. Jetzt nur aus. AFB. Perfekt. AFB. Ja, den würde ich gerne noch rausnehmen, aber das geht jetzt hier bei der Lok noch nicht. Und den Scheibenwerfer noch rausmachen. Scheibenwerfer? Scheibenwischer, wenn schon. Heute Wortfindungsschwierigkeiten und ich sind heute wieder Freunde, ich merke das schon. Aus damit. Dankeschön. Dann gehen wir einmal raus und machen hier Feierabend. Und dann würde ich mich gleich auch schon verabschieden für die erste Folge. Immer gucken, dass hier nichts kommt, wenn man über Gleise rennt. Ja, da kommt auch nichts. Man sieht im Nebel ja nicht alles super. Aber da kommt nichts. So. Dann haben wir hier jetzt Feierabend und die Folge ist auch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin gespannt, wo es nächstes Mal hingeht. Und ja. Schöne Fahrt. Hat schöne Erinnerungen bei mir rausgeholt. Es war nur zweimal dämlich wieder. Aber gut, das ist eine klassische Lavan-Folge, ne? Einmal zu die Bremskurvenangst dazugeschlagen und einmal die Zwangsendoofheit dazugeschlagen.
Jetzt aber endgültig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.